Achillea millefolium, die Schafgarbe. Millefolium heißt tausendblättrig. Das heißt also, dass das Blatt aus vielen, vielen kleinen zerteilten Einzelblättchen besteht. Daher also tausendblättrig. Sind natürlich keine tausend, aber es sind jedenfalls sehr viele. Die Achillea millefolium ist ein Korbblütler. Man sieht es hier noch nicht so genau, was aus diesen Köpfchen wird. Aber es ist ein Korbblütler mit einem doltenähnlichen Blütenstand. Wächst bei uns an jedem Straßenrand, an jedem Wiesenrain. Eine Pflanze, die trockene, halbtrockene Standorte bevorzugt. Also eine sehr verbreitete und häufige Pflanze, die auch sehr gerne als Arzneipflanze verwendet wird. Nämlich sie enthält Bitterstoffe und Aromastoffe gleichzeitig. Das heißt ein sogenanntes aromatisches Bitterkraut, was dazu führt, dass man diese Schafgarbe vor allem bei Magenstörungen verwendet. Ich bezeichne sie immer als Aschermittwochstee. Wenn man dann richtig zerknautschten Magen hat und dann ein bitterer, aromatischer Schafgarbentee, da bringt also dann den Aschermittwochsmagen so langsam wieder in Ordnung.